Pass in die Tiefe. Ja, die Flanke, die war richtig gut. Und das 1:0 für die Austria. Jetzt der Markus Sudmein. Was passiert im Zentrum? Joao Ohio und Manfred Fischer! 2:0 Austria! Das hat sie. War nicht immer mit dabei bei der Vorbereitung, leistete seinen Dienst beim Bundesheer. Und da hat er. Gut gespielt von Sutner, Kjuricin. Jetzt zieht Kelesch in die Mitte. Dort ist jetzt viel Platz und die freie Schussbahn. Und die Austria führt nach 3,5 Minuten. Wirklich sehr, sehr schnell unterwegs. Flott auf den Beinen. Ganz anderer Stürmertyp als Kjuricin. Boah, es geht weiter. Freddy Fischer. Fischer. Macht viel für dieses Spiel und macht den entscheidenden Treffer. Von Kuhn. Wenn sich noch aus gemeinsamen Rapidzeiten. Und das ist das 2:1 Torschütze. Obasi. Gut weitergespielt. Vielleicht gibt es noch den Anschlusstreffer. Den gibt's. Anschlusstreffer durch Fischer. Sollte den. Im Tor und das ist ein Spiegelbild des 1. Sydney Sam. Ein bisschen Tempo auf. Hätte wahrscheinlich noch ein paar Meter gehen können. Und da ist der Treffer für die Altacher. Manfred Fischer. Fischer, Rechtsplatz für Christian Gebauer. Nochmal Fischer und jetzt ist er drin. Altach mit dem Ausgleich nach 20 Minuten. Das hat Birisch auch dankend angenommen. Und das ist Ausgleich. Ausgleich für Fischer. In Dorf, Altach. Khatira, Hunat Taswib, Allah! Karića, sad on ima puno prostora, odlična povratna i gol. Zaslužen gol, rekao bih, za hrabrom. Die Altacher heute wirklich mit gutem Flügelspiel. Sowohl über links, aber vor allem auch über rechts geht einiges. Und da ist dann das 2:0 für die Altacher. Manfred Fischer. Das sind schon eher seine Bälle. Kein Abseits, Piesinger. Für Fischer. 2:0. Für Altach. Patrick Penz ist gefordert. Und Fischer macht's. Das heißt 3:1 für den SCR. Ebauer. Gegen Siegel. Guter Ball für Fischer. Bietet Rapid einen Fehler an. Getz ist schneller als Sonnleitner. Immer noch geht, hat er super gemacht. Und Tor! Was für eine Aktion von Joshua Getz. Guter Ball von Gebauer. Fischer! Das ist ja ein Beginn hier in dieser zweiten Hälfte. Dabei aufgrund von Achillessehnenproblemen. Schöne Kombination einmal und dann Christian Doblas. Da ist der Ausgleichstreffer. Ja.
Tor. Ja, es geht. Und gleich weiter. Ja, auch nochmal Sommer. Ja. Fischer. Fischer überspielt den Gegner und drückt ganz trocken zum 3:0 ein.